Hallihallo, Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Mit dem Zwerg. 100 Meter weiter rechts von der anderen oder von der früheren Location, weil wir gerade schon einen Aufnahmeversuch gestartet gehabt haben, aber dann ist mich der Zwergs Spiel abgefriest. Ja, leider. Abgestürzt. Saublöd gelaufen, aber was will man machen? Ja. Ja, verpasst, ihr habt ja eigentlich nicht viel. Also nehmen wir sind eigentlich nur 100 Meter in die eine Richtung gelaufen und da werden wir uns weiter dran halten. Und ich wollte hier eifrig in der Zwischenzeit in den Winterbiom zu kommen. Und wir versuchen es diesmal wirklich weiter in den Norden vorzustoßen. Und lassen jetzt den Wasteland-Biom einfach mal hinter uns. Weil der hat uns ja noch nie Glück gebracht. Stimmt, und du metzelst da vor mir einen Zombie nach dem anderen ab. Ach naja, weißt du, wie es ist, ne? Arbeit, Arbeit, Arbeit. Oh, du hast aber ein hübsches, schönes, rotes Kleid an. Was? Und ich schieß einfach total daneben. Hör doch auf, den Kopf zu wackeln. Ach komm schon! Ach komm schon! Brauchst nicht zufällig Hilfe? Nein. Ey, warte, ich hab keinen Bock, da nochmal einen Bolzen zu verbrauchen. Einen Bolzen? Mhm. Ja, die trifft mich sowieso nicht, so. Ich sammle fleißig Cotton ein. Oh, hier sind also die ganzen Zombies, die ich die ganze Zeit so vermisst habe. Ich trinke jetzt gerade nochmal ein bisschen was. Wo bist du eigentlich? Schlückchen. Wenn nicht nur eins. Ja, ich sammle hier vorne Cotton ein. Also mein Hauptauftrag momentan ist, Cotton zu sammeln. Weil wir brauchen ja... Oh, hier ist die Straße. Welch schöner Anblick. Die Augenweide. Oh, das sind überall Zombies. Was sehen meine alten, bunten Augen? Momentan nur Mülleimer. Aber die sind alle untouched. Warte mal, da war doch gerade irgendwo ein Karnickel. Wo ist es hin? Oh Mann, da sind super viele, da sind super viele. Wow, 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 die kommt an, auf mich zu. Ich helfe dir. Wo bist du? Wo bist du? Erwischt. Erster ist weg. Alter Schwede, was ist denn hier los? Es ist hier aber... Auf der Straße ist auf jeden Fall mega viel unterwegs. Da kann man jetzt eigentlich nur sagen, ach du Schande. Okay, ich habe nicht ganz getroffen. Warte, ich erledige die hinter dir. Verdammt, ich habe auch nicht richtig getroffen. Alter Schwede, was ist denn hier los? Kannst du mir das mal verraten? Keine Ahnung, die sind alle leer bei mir. Ganz ruhig. Alter, das gibt's doch nicht. Schießt du auch die ganze Zeit vorbei? Ja. Wahnsinn. Oh fuck, der hat mich getroffen oder er hat mich gestunt. Warte, ich bin da. Oh Gott, ja, okay, ist tot. Okay. Alles easy. Den Dicken hole ich mir. Okay, ist weg. Okay, nice. Da hinter dir ist noch einer. Warte. Eine. Wieder eine Dame mit einem roten Kleid. Oh nett. Die alle hier unterwegs sind, warum sind die denn hier alle so fein angekleidet? Ja, aber ist dir das mal aufgefallen, dass manche auch echt schnell unterwegs sind? Ja, manche sind dann doch gefährlich. Echt gefährlich, kann man nichts anders sagen, ne? Wir laufen jetzt in den Osten. Ja, warte mal, das ist ganz gut so, weil bis dahin, ich weiß, wo die Straße von Süden hoch da führt. Dann ja, sehe ich den nächsten Knoten. Von unserer Base zurück. Obwohl, ja, stimmt. Vielleicht gar keine schlechte Idee. Oh. Okay, warte mal, ich muss mir gerade was zu essen gönnen. Gönn dir, ja. Ich habe tatsächlich schon mir Abendessen, auch in Real Life, hierher genommen. Ein kleines Toastbrot. Oh, gönn dir Essen. Ja, ich habe nämlich tatsächlich heute noch nicht viel gegessen zumindest. Nichts ist wie übertrieben, aber nicht viel. Und irgendwann beschreitet dich das Gefühl des Hungers. Oder so ähnlich. Wir sollten aufpassen. Okay, hier geht's also nicht weiter. Das ist ja der Wahnsinn, warum ist der Biom so gigantisch? Gehen wir weiter nach Norden, oder? Vor allen Dingen, wir haben ja im Süden auch schon. Das heißt, wir müssten eigentlich jetzt, ich würde fast in den Osten gehen. Also Richtung, komm mal, folge mich. Folge mich? Ja, wenn wir da lang gehen, da kommen wir halt langsam zurück zur Base. Ja, was jetzt auch nicht mein Ziel ist. Zumindest im Augenblick nicht. Au, wunderschöne Tabletten. Ich hau mir mal schnell ein paar Pillen rein. Du das? Oh, sie sind vorzüglich. Nice. Ich
Ich hab's erwischt. Ich werd bescheuert. Ich hab's durchs Gebüsch noch erwischt. Nicht schlecht. Hey, ich hab infiziertes Fleisch oder sowas bekommen. Ja, das kann man, glaube ich, auch noch essen, wenn man es genug kocht. Okay. Oh, am Kopf vorbeigeschossen. Oh Gott, und dann dreht sie sich halt genau in dem Moment um. Nice. Okay, das wird langsam hier. Okay, das ist deine. Papier. Da kommt der nächste. Oh, da war ich schon. Ich glaube, hier, genau, hier, bis hierhin bin ich beim letzten Mal, wo ich hier lang gekommen bin. Okay. Ich hau mir jetzt mal kurz was zu trinken ins Gesicht, weil ich habe gerade festgestellt, ich habe leider nichts mehr. Wow, wow, wow. Aber merkst du was? Hier sind die ganzen Zombies schon. Ja, das stimmt. Und da kommen gerade noch mal ein paar mehr daher. Da ist noch ich würde sagen, nur wenn die uns im Weg stehen, dann mähen wir so um. Ansonsten macht das keinen Sinn. Ist das Verschwendung. Okay, ich habe mir noch mal eine Kleinigkeit reingedonnert. Jetzt bin ich wieder fresh unterwegs. Wir sind jetzt auf halbem Weg zur großen Kreuzung, wo es richtig in viele Richtungen weggeht. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir von da in Richtung Osten. Ja, genau. Oder vielleicht jetzt schon in Richtung Osten, weil sonst... Wir sind fast auf der... Also wir sind schon auf dem richtigen Weg. Aber ich würde sagen, wir folgen den Straßenverhältnissen. Weil wir ja auch nur anhand der Straßen dann ein... Ja, ist vielleicht gar keine so schlechte Idee, weil dann haben wir... Gespür für die Karte dann noch kriegen, Ziel. Ne? Ja, genau. Weil also außerdem die Straßen führen ja direkt von Biom zu Biom. Muss gerade ein bisschen was trinken. Wow. Ja, so Blueberries werden nicht schlecht, weil die bringen ja auch Wasser und Essen zurück. Das sind echt die Megateile, die Dinger. Ich muss mich jetzt mal kurz ein bisschen im Normalmodus ausruhen. Ja, ich bin sowieso 20% langsamer als du, weil mein Bein ist ja immer noch geschient. Ach, dein Bein ist noch nicht fit? Ja, das ist voll krass. Wie lange dauert denn das? Ich hab keine Ahnung. Das ich hab zwei Wasser bekommen gerade. Sehr gut. Können wir gebrauchen. Okay, wir wollen von hier aus in den Osten. Okay, ich esse erstmal. Irgendwo geht's hier zu unserer Base. Hier wird's zu unserer Base gehen. Das heißt, wir gehen hier voll in den Osten. Ja, hier ist mega Kreuzung. Okay, dann mal auf geht's. Ich würde auch sagen, wir holen uns mal jetzt den neuesten Input. Ja. Hilfe, aber hier ist auch wieder zombie-technisch nicht so viel unterwegs. Ah, ich glaube, das kommt. Ich glaube, das täuscht noch ein bisschen. Weil ich sehe nämlich schon links. Immer wieder mehr. Hier ist ein Hirsch. Wo? Verdammt, habe ich den gerade getroffen? Nee. Aber ich. Warte mal, haben wir den jetzt? Okay, erwischt. Jetzt. Den gönne ich mir jetzt. Gönn du dir den? Dann hole ich mir in der Zwischenzeit das Cotton hier weg. Hört sich so fies an, wenn du das machst. Oh ja. 7 Fleisch. Oh, das ist natürlich hervorragend, weil wenn wir heimkommen, dann werden wir mit Sicherheit mega Knast haben, weil unsere Vorräte sind ja jetzt mit uns dabei. Oh, da vorne ist ein Haus. Oh, ein Haus. Ich sehe es auch gerade. Das könnte eine ganze Siedlung sein. Ja, das ist ein ganz... Oh. Oh, wenn... Ich sehe auch schon gleich einfach mal mehr Zombies. Ja, ja, es kommen auf jeden Fall jetzt unheimlich viele. Wir werden uns die Sache hier freikämpfen müssen, habe ich so das Gefühl. Ja, habe ich auch das Gefühl. Da kommt nämlich gleich mal eine nette Krankenschwester daher. Rückseite, Rückseite, Rückseite. Okay, ich bin am Start. Nein, und ich ziehe einfach mal daneben. Da kommt ein nächster. Kommt der nächste. Los, wir gehen weiter in die Stadt rein. Okay. In das große Gebäude auf der... Alles klar. Denk dran, im Gebäude kann sein, dass die das Rennen anfangen. Versuchen uns den Rücken zu halten, okay. Boah, da ist halt einfach so ein Steinhaus, so ein Scrap-Haus. Wow. Oh, nice. Offen? Ja, kann man da die Tür zuschließen? Oh, nein, verdammt. Nein, ich glaube nicht, aber es ist alles leer hier. Raus hier. Okay, dann raus ins nächste Haus da oben. In das große. Vielleicht kriegen wir da... Oh, warte mal, Auto. Da ist nichts drin. Verdammt. Okay, warte, da... Die Türen sind versperrt. Geh mal weg. Ich versuche uns zu verteidigen in der Zwischenzeit. Ja. Ich glaube, auf der Seite geht es einfacher. Komm, check mal den Briefkasten. Okay, die Mailbox. Okay, wir können rein. Warte, ich habe nichts dabei, wo wir irgendwie uns... Warte mal, was ist das hier? Oh Gott, die Rückseite vom Haus ist halt einfach mal auch offen. Okay, das war natürlich nichts hier. Empty cupboard. Couch. Warte mal, ich nehme mal die Fire Axe in die Hand. Weil wenn uns hier nämlich hier einer kommt, die sind hier so super schnell. Okay. Keine Bücher.
Okay, da bist du. Verteidige dich mal bitte. Ich glaube, wir locken gerade richtig die Viecher an. Deswegen verteidige mich bitte. Wenn es zu viele werden, sag Bescheid. Ja, nee, fast schon. Das kommt auch noch gar nicht. Ich bin auch undetected. Glücklicherweise. Aber das ist eine Spielertür. Kann das sein? Weiß ich nicht. Weil, guck mal, wie die reagiert, die piept. Nee, das ist normal. Das ist immer bei solchen. Echt? Als ich deine Tür eingerissen habe, war das tatsächlich nicht so. Echt? Okay. Warte, ich durchsuche mal den. Oh, ich nehme eine Couch mit. Okay, sehr cool. Wir räumen hier die ganze Bude leer. Ich glaube, von unten kommt ein Zombie nach. Ja, das kann sein. Ich höre da irgendwas. Aber ich sehe auch ja, keinen. Hau weiter. Warte mal, ich nehme mal die Spitzhacke. Vielleicht geht's damit besser. Oh, wir sollten tatsächlich jetzt dann, wenn wir diese Siedlung geplündert haben, uns auf dem Heimweg machen. Schau mal auf die Uhr. Verdammt. Oh, verdammt, ja, das sollten wir wirklich. Ich komme hier nicht durch, oder zumindest dauert es ewig. Hey, das schaut echt aus, als wenn man mal, bist du, hörst du das Geräusch? Ja. Nee, ich meine das Zombie-Geräusch. Ja. Da kommt eine. Das sind einige, so wie sich das anhört. Scheiße, warte, okay. Verdammt. Geht's? Warte, ich muss die irgendwie. Verdammt. Okay, gut, nice. Warte, ich schau mal, ob da noch einer kommt. Okay, sicher. Ich check mal kurz unten die Lage, ob da welche kommen. Ich schau mal, vielleicht schaffe ich es bald hier durchzukommen. Okay, unten ist alles sicher eigentlich. Oh ja, ich bin schon völlig erschöpft vom lauten Zuhacken. Hier ist aber alles empty, das ist irgendwie komisch. Ich glaube, der Typ, wenn das hier einer gebaut hat, ja, diese Tür hier reingesetzt hat, dann hat er sich das ganze Zeug hier alles da reingekrallt. Das heißt, sobald wir hier durchkommen, haben wir den Jackpot. Du kannst ja eigentlich auch mir kurz helfen, hier reinzuhauen. Wenn's geht, ja. Ich versuche einen Blick auf die Tür zu haben. Okay. Siehst du da irgendwie, dass ich da was tun würde? Nee, eben gar nicht. Warte mal. Ich habe eine andere Idee. Ich glaube nicht, dass das Sinn macht. Fuck, habe ich dich gerade getroffen? Nein. Okay. Aber da kommt man auch nicht durch. Das ist irgendwie ganz kurios. Warte mal. Das ist einfach wahrscheinlich generiert und deswegen nicht abbaubar. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass wir weitergehen, bevor wir uns hier jetzt zu lange aufhalten. Ich check alles mal die leer hier. Ja. Warte mal, kann man das Licht da oben mitnehmen? Das Licht wäre geil, ne? Nee, man sieht doch nicht, dass ich bei der Tür irgendwas tun würde. Okay, ich würde sagen, wir gehen weiter, bevor. Oh, Moment, vielleicht kann man durch die Tür einsteigen. Durchs Fenster. Nee, kann man nicht. Vielleicht kann man aber. Ist da was drin? Ich kann durch die Fenster. Ist aber zugreifen. Alles leer. Empty, ja. Okay, lass weitergehen. Wir sollten vielleicht dann langsam auch uns überlegen, ob es nicht sinnvoll wäre, Richtung zurückzukehren. Heimat. Ich würde sagen, unser. Ja, obwohl es ist 3, also. Ich würde sagen, unsere Deadline ist irgendwo so 4:30. Wo wir uns umdrehen, weil wir laufen ja wirklich lang schon. Ja, stimmt. Außerdem geben wir auch. Ich habe jetzt noch 2-mal was zu essen dabei. Doch. Und ich würde sagen, einmal auch für den Rückweg reicht dann. Aber die Siedlung zu finden war schon mal eine coole Sache, ne?
Ja, wenn die jetzt nicht leer gewesen wäre, hätten wir echt den Jackpot gehabt. Ja, das stimmt allerdings. Also wenn da hier wirklich was drin gewesen wäre. Und wir sind auch schon wieder, wie ich gerade sehe, am Ende der Folge angekommen. Ja, den Hasen habe ich aber noch mitgenommen. Der folgt uns in die nächste Folge. Ja, unbedingt. Er riecht auch zumindest so. Fuck. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen... Oh, Moment. Bevor wir die Folge beenden, töten wir mal den komischen Kriecher hier. Okay. Gönn dir. Gönn ich mir. Heißt sogar Crawler. Was? So. Gut. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Jo, bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.